Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 2 hier in Venedig. Oder? Ja, müsste Venedig sein, ich habe nämlich keine Ahnung. A, wenn ich zuletzt aufgenommen habe, B, was ich jetzt tun muss. Ich sehe einfach, da ist eine Mission. Wir hatten irgendwas mit den Dieben zu tun, glaube ich, aber was genau, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Wir sind hier bei Leonardo, scheint die Karte mir zu sagen. Und die Karte sagt mir auch, dass wir hier irgendwo eine Mission haben. Vermutlich auf dem Dach, denn unten habe ich sie nicht gesehen. Ah, ich glaube, ich weiß, welche das ist. Ben trovato, Hugo. Was gibt es denn? Ihr und Rosa konntet vom Sirte entkommen. Die anderen hatten weniger Glück. Emilio schnappte sie und nun erwartet sie die Hinrichtung. Wisst ihr, wo sie festgehalten werden? Sie sind noch in diesem Bezirk, aber genauer, nein. Ihr müsst nach ihnen suchen. Ich bringe eure Brüder schon bald hierher zurück. Ja. Also, Ausbruch, ja. Unser Auftrag ist es, Diebe zu befreien. Okay, machen wir. Einfach mal in diese Richtung loslegen. Und läuft das Spiel gerade ein bisschen langsam oder erscheint mir das nur so, weil ich jetzt... Ja. Ist mir doch egal. Immer diese Rufe von den Wachen, das ist so unnötig. Au, 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 au. Ja, das dachte ich mir. 4 ist Medizin, 4 ist Medizin. Und ich habe gerade eine Codex-Seite auf der Karte. Ja gut, jetzt muss ich halt alle töten. War eigentlich nicht so gedacht, ich hatte gehofft, ich könnte durchrennen. Jetzt muss ich alle Wachen töten. Oh Gott, komm mal her. Los jetzt! Ich bin doch nur einer. Der Spruch ist gut, wenn so viele Wachen da stehen. Ihr könnt mich nicht treffen. Was? Braucht ihr die Erlaubnis eures Herrn? So, Codex-Seite, ich komme. Ich überlege, ich glaube, ich habe es schon mal geschafft, hier drin zu stehen, während die Tür versperrt war. Da hatte ich ein ziemliches Problem. Ich bin aber irgendwie wieder rausgekommen. Den Aussichtspunkt, der auf der Karte da ist, spare ich mir jetzt. Ich laufe lieber direkt hier rein. Die Märkte gehören dem Volk. Emilio sagt, er strebt nach Einheit. Komm her. Was er wirklich will, ist Macht. Komm her, Wache. Und tot. Hört auf zu schreien, ich hole euch ja schon raus. Die Märkte gehören dem Volk. So, jetzt solltet ihr die Klappe halten. Gibt zwei Möglichkeiten jetzt. Hier rauszukommen, entweder man tötet die Wachen oder man geht über die Dächer. Die Wachen sind schon tot, also gehe ich hier einfach raus. Ja, vier haben wir jetzt da. Vier sind hinter uns, einer muss überleben, ist natürlich recht bescheiden gehalten, sag ich mal. Wir müssen das Ganze ja auch dreimal machen. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Ja, gut, ungefähr weiß ich jetzt, wie lange ich aufnehme. Ich habe noch kurz bevor ich aufgenommen jetzt angefangen habe aufzunehmen, habe ich gedacht, denkt gleich dran, auf die Uhr zu gucken. Und was ist natürlich? Ja, ich habe es verpennt. Und ich bin halt irgendwie falsch. Ich muss darüber. Schon besser. Ich habe doch bestimmt noch... die sterben euch natürlich, oder? Ja, gut. Müssen zwei sein. Was soll's? Ich laufe über die Dächer, weil ich Spaß daran habe. Aber Hugo, wo steckst denn du jetzt? Ach, da oben. Kommt schon, Diebe. Wir müssen, glaube ich, 12 Diebe befreien, aber davon müssen nur 3 überleben. Das klingt jetzt so ein bisschen wenig. Warte ich mal ein bisschen. Meine Jüte, sind die langsam. Ja, komm, hier laufen wir im Kreis. Danke. Damit gelten die jetzt als gerettet. Und ich kann mich aufmachen, die nächsten zu holen. Die auch schon. Da hinten scheint schon das Sperrgebiet zu sein. Ich mag diese Karte, die ist echt gut. Im ersten Teil war sie ja leider so ein kleines bisschen nutzlos. Wenn man Assassin's Creed 3 bedenkt, muss ich eigentlich sagen, dass sie die Karte auch wieder ein bisschen verschlechtert haben. Kein Wunder, dass ihr Meister sich versteckt. Unser Mantel. Wartet einen Moment.
Scheiße, die kommen nicht her. Oh, sie kommen doch. Komm her, Wache. Das könnte unser Mann ist mir jetzt auch egal. Dann kämpfe ich eben, wenn sie nicht anders wollen. Es sind ja genug Wachen für alle da. Kommt schon ran! Kommt schon! Ich ziehe hier la Feierkunde! Also irgendwie. Kommt und holt! Bringen wir das rein! Ist sie dient auf den Scheiß! Ich verstehe halt irgendwie nicht, wieso ich die nicht kontern kann! Boah, jetzt geht mir auf die. Ich hab die Schnauze voll. Rauchbombe und alle sind tot. Mann, Mann, Mann. Scheiß Wachen. Gut, hier lang. Und hier raus. Und die Sederverkarte, was sehr schön ist. Komm schon, den will ich einholen. Und tot. Sehr schön. So sollte es laufen. Ja, das war alles, was ich wollte. Ja, das Blöde ist natürlich, wenn man jetzt hier die ganzen Leute befreien soll, die Diebe. Immer wenn da die Wachen kommen, steigt ziemlich schnell. Gut. Zeigt immer ziemlich schnell der Bekanntheitsgrad. Das kann man ja mal ein bisschen verhindern oder zumindest in. Eingrenzen. So, das Dach hoch. Ich hoffe mal, die Diebe finden diesen Weg. Nein, tun sie nicht. Idioten. Ich habe das Gefühl, diese Diebe würden eher sterben. Nicht, weil die Wachen uns angreifen. Nein, sondern weil sie vom Dach fallen. Gut, und die letzten. Darüber. Da drauf. Und hier rüber. Oh, wir sind an der Kirche. Sicher jetzt das. Ist das nicht sogar die Kirche, wo wir den Klettersprung gelernt haben? Ihr Wachen geht mir nur auf die Nerven. Ist euch das noch nicht klar? Mein Gott, ich habe mich echt gefreut. Kannst jetzt mal gerade die Wand hochrennen? Danke. Ich habe mich echt gefreut, wie in Brotherhood alles verändert wurde, weil da. Ich meine, hier würde ich jetzt mal sagen, gut. Eine Wache zu töten dauert ohne Konter einfach mal zu lange. Und naja, selbst wenn sie tot ist, dann bringt sie einem überhaupt nichts. In Brotherhood konnte man sie noch ausnehmen, dann brachten die auch mal was. Hier kriegt man 5 Florin pro Wache oder so. Das ist ja nichts. Kommt, euer Meister, jetzt. Vielleicht flocken wir eure Schädel auf. Besser, wir hängen ihre Leichen einfach aus den Palastfenstern. Ja, oder ich bringe euch um und nehme die Diebe mit. Folgt mir nach. Was für Idioten. Gott, was ist das? Scheiße, 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 lauft! Ich hatte nicht gedacht, dass die Wachen mich sehen. Aber gut, wir sind davon gekommen. So. Ach, ich muss auf die Diebe warten, stimmt. Braucht verdammt lange, ist euch das klar? Mann, 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 Mann. Ich kann schon verstehen, warum die Diebe oft davon beeindruckt sind, hier wie Ezio klettern kann. Weil er einfach mal schneller ist. Jetzt muss ich wieder auf die andere Seite der Kirche. Ach Gott. Das ist ein Scheißstandort hier. Und das war knapp. Aber gut. Lebt er noch? Ja, er lebt noch. Ich dachte, der wäre jetzt in den Tod gestürzt. Egal. Ich laufe vor, ihr lauft nach und könnt nicht aufholen. Entfernung verringern, das ist deren Aufgabe und nicht meine. Wenn ich bedenke, dass La Volpe ja zu uns mal meinte, ob ihr Schritt halten könnt. Die hier könnten das jedenfalls nicht. So, geschafft. Hier lang. Beeindruckend. Ich hätte nicht erwartet, dass ihr so schnell seid.
Ich gefalle gerne. Ich unterrichte Antonio über euren Fortschritt. Kommt später zurück. Ich habe noch einen Auftrag. Was für einen Auftrag? Trefft mich bei den Docks, dann sage ich mehr. Molto bene. Ja, und wo sind die Docks? Ich kenne mich jetzt leider in Venedig nicht so gut aus. Naja, es gibt zwei Aufträge. Der eine davon ist bei Antonio und den können wir erst machen, wenn wir alle anderen fertig haben. Das bedeutet, ich muss in die Richtung hier. Und ich glaube, man wird die Docks schon so einigermaßen erkennen, wenn man da ist. Liegt daran, dass man dann, naja, viel Wasser und vielleicht ein paar Schiffchen, also Gondeln sind das in Venedig immer. Darüber. Ezio. Ach du Idiot. Alles muss man manuell machen. Kletterst du jetzt mal? Dankeschön. Es waren schon wieder 10 Minuten jetzt. Glaube ich, ich könnte was? Ja, ich glaube das. Ich glaube das? Ach, was soll's. Ich glaube das Glauben. So, hier sind wir richtig. Meine Frage, Ugo, wie bist du so schnell hierher gekommen? Ach, den Scherz. Was war das? Heraus. Meine Brüder zu retten war mehr als nur ein Akt der Nächstenliebe, Ezio. Sie werden in den nächsten Wochen eine wichtige Rolle spielen. Bittet sie nur um Hilfe und sie werden kommen. Und was mache ich mit einer Bande von Dieben? Setzt sie gegen eine Gruppe von Wachen ein und sie werden sie ablenken. Und mir den Weg frei machen. Ganz genau. Hilft mir, mein Schwert sauber zu halten. Gefällt mir. Genau. Ich verrate euch, wie ihr sie einsetzt. Antonios Plan erfordert eine kleine Täuschung. Wir müssen die Wachen imitieren. Das heißt, dass wir ihre Rüstungen tragen müssen. Und eine Bootsladung Rüstungen wurde gerade in Kisten verladen und wird bald zum Setter gebracht. Plündert diese Kisten und bringt ihren Inhalt. Ist das erledigt, müsst ihr mir noch ein Boot besorgen und hierher bringen. Damit werden wir unsere Männer unbemerkt in den Palazzo schleusen. So gut wie erledigt. Ja. Ezio war wohl auch schon auf Facebook. Gefällt mir. Ja, das wird wohl kaum daran angelehnt sein, aber was soll's. Nein, Ezio. An diese Mission erinnere ich mich noch, die waren nicht wirklich schwer. Der Trick besteht nämlich darin, dass ich glaube ich jetzt schon falsch gelaufen bin. Nee, stimmt, sowas einfacher, wenn ich das mache. Hopp. Verdammt. Ich muss in die Richtung, da kann man nämlich hier runter, sich von hinten anschleichen und ja, den Wachen hinterm Rücken einfach mal die ganzen Rüstungen wegklauen. Ist ja nicht so, dass Rüstungen schwer wären. Schwierig ist jetzt der nächste Weg. Das Schlimmste ist, wenn ich hier hochgehe. An der Stelle habe ich immer so ein bisschen Probleme, wo ich am besten lang gehe. Und übers Dach ist vermutlich das Schnellste. Da komm schon, jetzt hier springen. Man kann natürlich auch immer alle Wachen töten, ja. Das ist natürlich genauso gut möglich, aber. So ist es ein bisschen schneller wahrscheinlich. Au, 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 au. Das tat weh. Aber wenn mal ein Arzt hier irgendwo, dann kann ich mir neue Medizin kaufen. Ich verbreite die nämlich gerade ganz schön. Naja, zumindest haben wir Diebe hier. Kann ich jetzt mal, habe ich glaube ich noch nicht gezeigt. Wir nehmen Diebe. Und dann ähnlich wie mit Söldner und Kurtisanen. Anvisieren und... Gebt ihnen was zum Nachdenken. Und weg mit denen. Dann werden sie hier einmal angerempelt, beleidigt und, naja. Die Wachen laufen los. Und ich nehme die Truhe. War ja nicht so schwer. Gut, allerdings verlieren wir dabei die Gruppe. Also die Diebesgruppe. Die Söldner kommen ja immer wieder. Solange sie noch leben. Die Kurtisanen verlieren wir allerdings und, naja. Die Diebe halt genauso. Da muss ich lang. Das wird. Ich brauche eine Diebestruppe. Hier lief doch. Genau, da hinten läuft er noch rum. Da steht rum. Die laufen nicht. Komm her. Wir stehen euch bei. Und jetzt natürlich das Blöde, dass hier noch eine Patrouille rumläuft. Bisschen ungünstig. Kauft mir ein wenig Zeit. Für die Zeiten düster. Weltführer, nein, das Land.
Entschuldigung, ich muss hier mal durch. Was ist in dich gefahren? Also, welchen Teil deines Körpers soll ich zuerst? Wenn du mich noch einmal anstößt, bist du tot. Also, keine Dummheiten mehr, klar? Er wollte mich gerade anstoßen. Und ich habe was gegen Wachen, die mich hier grundlos anrempeln wollen. Das ist immer so kompliziert sein muss. Ach, das ist doch Zeitverschwendung hier mit den Wachen. Sollen wir tanzen? Das wirst du mir büßen. Dann greif doch an! Odio questi momenti di incertezza. Mia tanto. Stirb! Ora! Danke. Und du auch noch. Rigo! Ich gebe auch. Ketche! Aspetti! Hai paura! Komm schon, Mann, danke. Nicht, dass es irgendwie lang gedauert hätte. Oh, gib die Kiste her. Danke. So. Na gut, gib mir mein Schwert. Ich hab da so einen Pfeil irgendwo im Kopf stecken. Ach, jetzt hör doch mal auf mit... Oh, ich hasse es, wenn Wachen am Wasser kämpfen wollen. Weil die schmeißt dann immer rein. Und dazu steht hier noch irgendwo ein beschissener Bogenschütze. Jetzt greif ihn endlich. So, und schmeiß ihn ins Wasser. Wo steht dieser da hinten steht der Bogenschütze. Du bist tot, mein Freund. Du bist tot. Das ist deine eigene Schuld gewesen. Für diese Doofheit muss jetzt kurz ein Applaus her. Ey, Ezio, oder ich glaub's nicht. Meine Fresse. Was Dummes habe ich auch noch nie gesehen. Anstatt die Wache zu rammen, springt der einfach, also hängt sich da runter. Gott. Ja, rein ins Boot. Ist das denn so schwer? Sieht aber schick aus, die Gondel. Die Dinger keinen Rückwärtsgang. Mann, Mann, Mann. So ein bisschen nervig war das jetzt schon. So viel Zeit haben wir auch nicht mehr. Gut, aber das schaffen wir, glaube ich, noch. Sehr gut, Ezio. Das ist genau, was wir brauchen. Ich richte Antonio aus, dass ihr erfolgreich wart. Ja. Und wir laufen zu selbigem auch mal gleich hin. Ja, hier ging's rein. Nee, da ging's nicht rein. Oder zumindest geht's ja nicht dahin, wo ich will. Ah, schaffen wir es noch? Nicht mehr viel Zeit. Das wird jetzt ziemlich knapp. Komm schon, ich suche nur genau die Diebesgelder. Das wird sehr, sehr knapp. Ich glaube, das schaffen wir nicht mehr. Ach nee, da kommt aber... Oh, das schaffen wir nicht mehr. Schade. Ah, Ezio. Ich hoffte, ihr würdet zurückkehren. Ich brauche euren Rat bei etwas. Natürlich. Sagt mir, was euch bedrückt. Emilio hat einige meiner Männer gegen mich aufgewiegelt. Bestechung und Erpressung, ja? Ja. Wir können nicht zuschlagen, bevor die Verräter erledigt sind. Sie sind noch in diesem Bezirk. Sie beobachten uns und erstatten Emilio Bericht. Das werden sie nicht mehr lange tun. Okay, das hatte ich völlig vergessen, dass diese Mission auch noch da ist. Okay, aber dann schaffen wir diesen Part definitiv nicht mehr, was ich vorhatte. Hätten wir so nicht geschafft. Jetzt aber erstmal, ich sehe gerade, ich habe den Aussichtsposten der Diebesgilde gar nicht geholt. Ich weiß nicht warum, aber dann hole ich ihn jetzt. Komm schon, Ezio, hoch da. Ja, ich schätze, dann kann ich den Part auch schon beenden, wenn wir beim Aussichtsturm sind. Der ja hier ist. Schaffst du das? Das schaffst du.
Dumba, 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 dumba und hoch. Ich find's mal ein bisschen bescheuert, wie die Türme hier gebaut sind. Da kommt man so blöd hoch. Die in Florenz waren besser zu erklettern. Gut. Und ich denke, das war's dann auch mal mit, also für heute mit Let's Play Assassin's Creed 2. Schöne Stadt Venedig. Sehr viel Wasser. Und ja, das nächste Mal suchen wir dann in dem grünen Gebiet, was wir hier groß haben. Ja, das war, glaube ich, auf den Schiffen. Ich weiß es nicht. Gucken wir im nächsten Part dann. Jedenfalls suchen wir Diebe, die uns verraten haben und 3 Stück sollen wir töten. Ja, das kriegen wir wohl. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.